Schalt um auf Infrarot. Den haben wir zerlegt und sind in die Trümmer geflogen. Mission Nummer 3, das Briefing. Mission Nummer 3, das Briefing sieht hier so aus. FWIC Mission Employment. So, Player Flight Callsign Bandit 1 will provide air support for a Fighter Weapons Instructor Course Mission Employment Phase Mission. Okay. Chase Pickup, Takeoff mit Bandit 1, so wie gerade eben auch. Und wir kommen da wieder, wo wir gerade eben auch landen wollten. Wir proceeden to Station, wir sind auf Station, wir machen ein Intercept, wir machen Simulated Flame Out Practice. Okay, da kommt also ein blauer Flight und wir tun so, als würden wir sie abfangen. So, Airspace 70 Series, also eigentlich hier so ziemlich alles. Keine Altitude Restriction. Und über Coyote und Reveal 21.000 Feet, das müsste hier oben sein. Da oben, und ich glaube Coyote war hier im Westen oder im Osten? Da ist Coyote. Also da über 21.000, danach haben wir keine Restriction. Wetter haben wir ein paar Wolken ab 25.000, das ist auch okay. So, Bandit Ops, MiG 21 und 23, wir... Gegen was kämpfen wir denn hier? Das ist auch alles klar, das ist auch klar. Take-off Procedure kennen wir auch, so wie beim letzten Mal. Wir haben zwei R60 dabei, Short Range Infrarot und zwei R3R Short Range Semi-Active Radar. Ja, die Reichweiten sind hier ziemlich optimistisch mit 5 bis 8 Kilometer, das ist ein bisschen weniger. So, wir haben 4 F15, 6 F16, 2 A10. Mhm. So. Cap Orbits and Task Assignments are described in the Visual Aid below. Ground Control Intercept Calls are provided by Darkstar. No Altitude Restrictions. Maintain above operating. Also 6400 Meter. Also steigen wir erstmal auf 7000 nach dem Start. So, und ich glaube, ich bin hier Bandit 1. 2 MiG 21. Red Air scrambles as directed by Bandit Control. Bandit 1 and 2 proceed to station and attempt to pincer leading blue air flights. Okay, also wir halten die Position und machen dann ein Zangenmanöver von zwei Seiten. Bandit 3 und 4 establish point defense of high value targets. Da und da. Okay. Mhm. Bullseye Mount St. Helen. Was die Bullseye Calls bedeuten, weiß ich. Ja, und dann war's das auch schon. Simulated Flameout machen wir diesmal nicht. Alternate Field brauchen wir nicht. Checklisten brauchen wir nicht. Gut. Und das ist also der Plan. Wie heißt, wir starten, wir fliegen auf Position, wo auch immer unsere Position genau ist. Und wir werden dann hier versuchen, Blue Air abzufangen. Und ich meine, hier stand auch im Briefing, dass wir die Waffen benutzen dürfen, simuliert. Richten halt keinen Schaden an, steht hier, glaube ich. Genau, simulated weapons are used. Weapons will perform normally, except they do not damage the player's aircraft. Note, for gameplay purposes, AI aircraft will be destroyed when hit. This is to prevent player confusion from the presence of alive and dead targets in the same area. Alles klar. Das heißt, wenn wir schießen, schießen wir tatsächlich welche ab, nur wir sind quasi unverwundbar. In echt haben die natürlich nicht dann aufeinander gefeuert, sondern sich wahrscheinlich nur Bescheid gegeben. Okay. So viel dazu. Dann setzen wir hier den Plan, den ich gerade so wunderbar vorgetragen habe, einfach mal in die Tat um.
Dann können wir kurz im Mission Planner schauen. Okay, hier habe ich auch ein paar Wegpunkte. Mein Problem ist, ich möchte gerne wissen. Tonopa, ob ich da einen RSBN-Code habe. Wo ich jedes Mal ja dann sage, Return to Base und dann starten wir hier irgendwo. Mount St. Helen ist da. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das sind die Berge, die wir vorhin gesehen haben, meine ich. Nee, das ist das Stonewall Mountain. Sind wir drauf zugeflogen? Ja, wir probieren es mal aus. Mal gucken, wie es läuft. Ich bin optimistisch. Ganz witzig, hier sieht man ganz gut das Periskop-Spiegel-Ding, was man hier auf dem Cockpit hat. Und man sieht auch echt gut, dass man nach hinten wirklich keine Sicht hat. Nach vorne auch nicht so wirklich. Also so Rundumsicht war bei der Konstruktion keine Anforderung. Hauptaufgabe sollte ja auch sein, feindliche Bomber abzufangen und nicht feindliche Jäger. Okay. Bandit 1, Bandit Control. The blue package is marshaled and we expect to push any minute. Scramble and proceed to station. Control out. Bandit 1. Silver Tower, Baron 1, Taxi 1 for Alpha Ramp. Baron 1, Silver Bow Tower, cleared taxi, hold short runway 32. Pituit habe ich letztes Mal vergessen. Müssen wir auch immer noch anschalten. Radar kann sich warm laufen. Genau, so ich glaube, ich habe alle Schalter erwischt, die ich brauchte. Das sieht alles gut aus. Das auch. Das auch. So, wir fangen mal hier mit Radar gesteuert an. Air. Silverbow Tower, Baron 1, ready for takeoff. Missile shoot. Missile. Baron 1, Silverbow Tower, clear takeoff runway 32, closed traffic for chase pickup approved. Silverbow Tower, Bandit 1, taxi 2 from Bravo Ramp, chase pickup. Bandit 1, Silverbow Tower, clear taxi, hold short runway 32, chase pickup. Da ist mein Kollege anscheinend, der noch mitkommt. Wir heute zu zweit. Bin ich auch weiß? Nee. Ich habe keine weiße Bemalung. Silverboat Tower, Bandit 1, ready for takeoff, chase pickup, runway 32. Bandit 1, Silverboat Tower cleared on to hold runway 32, cleared takeoff, chase pickup. Diesmal sieht die Landebahn aber ein bisschen bemalter aus. Bandit 1, taking the runway and holding. Mir da ein paar Texturen gefehlt. Standby, setting up for the pickup now. Oh, komm schon. Einigermaßen gerade ausrichten, bitte. So ist gut. So, Klappen für Takeoff. Haben wir denn da noch so in der Luft?
Hier ist mein Kollege, der noch zur Startbahn rollt. Ach, der ist ein Stückchen weiter hinter mir. Ich hoffe, der startet nicht in mich hinein. Noch mehr Mix auf dem Weg. Okay. Running him up. Warum funktionieren meine Bremsen nicht? Brakes release full burner. Okay, brakes release full burner. Bandit 1, rolling. Naja, wir sind unterwegs, das ist das Wichtige. Rollt auch. Fahrwerk, Klappen. Fahrwerk auf neutral. Und 650 km/h bis 3600 Meter. Bandit Control, Bandit 1 with you is flagged. Bandit 1, Bandit Control, radar contact. We have airspace Echo in use, no restrictions on the 70 series and Echo Charlie ranges. Maintain 21,000 and above inside Coyote and Reveille common airspace. Oh, 3,000. Bandit Control, Bandit 1, copy all. 600 coming up, wir reduzieren. Auf 80%. Und drehen nach links Richtung Salt Lake. Mud Lake, nicht Salt Lake, Mud Lake. Bisschen mehr Schub. Okay. Ich will gerade meine Nase oben zu halten. Brauche auf jeden Fall mehr Schub, sonst wird das hier nix. So, wo ist der? Wo ist der Baron? Da ist mein Wingman. Clean it right, you're complete. You look good. Ja? Hast du mich überhaupt gesehen? Roger, thanks Baron 1, you are cleared off. Baron 1. Der ist ganz woanders. Naja, gut. So, wir geben ein bisschen Gas. Und fliegen mal zu unserer Position. Mount St. Helens müsste, glaube ich, der Berg da sein. Den steuern wir jetzt also erstmal an. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Ne, da hinten. Schon BFA-Flying, was wir hier machen. Und wir versuchen den Ball ein bisschen höher aufzubauen. Dark Star, 1-1, Bra, 089, 410.
13,000. 19,000. At 18,000 Fuß sind 6,000 Meter. Da sollten wir also etwa hinsteigen. 6,000, 7,000 Meter. Dann gleich mal gucken, ob ich hier in die richtige Richtung unterwegs bin. Also Bullseye ist von mir aus Richtung 136. Nee, es ist nicht Mount St. Helens, wo wir gerade hinfliegen. Die Richtung ist hier schon richtiger. So, 5000 Fuß mehr durch. Jetzt fliegen wir direkt auf Bullseye zu. Welcher davon ist denn jetzt unser... Der Berg steht jetzt nicht irgendwie gerade raus, ne? So, 5500. Sechstausend Meter. Wingman ist auch noch da? Jawohl. Info rechts von uns ist Bullseye. Okay, 50 Miles ist nicht mehr weit. Irgendwo vorne links von uns. Muss ich hier irgendwas reporten? Nee. So, 7000 Meter. Reicht erstmal. Die Höhe halten wir mal. Dann können wir noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Wir müssen jetzt auf Ostkurs fliegen, so wie es aussieht. Damit wir unsere Wegpunkte treffen, aber das sieht doch ganz gut aus.
Euro 5-2 for 50. Enfield Gwen 1, Dark Star Gwen 1, Bra 050-450 at 18,000 knots. Also die sind irgendwo vorne links, aber auf ähnlicher Höhe wie ich, glaube ich. Werden sie mir sogar angezeigt. Oh, die fangen mich. Kommen mir gerade sogar voll entgegen. Ich sehe sie aber nicht. Sie werden mir auch nicht berichtet, hä? Enfield 1-1, Dark Star 1-1, Bra 061-445-9000-Hot. Ich sehe die nicht. Enfield 1-1, Dark Star. Und jetzt hinter uns? Jetzt auf einmal merged. Enfield 1-1, Dark Star 1-1, Bra 059-445-9000-Hot. Weiß nicht genau, welche der hier meldet mir. Okay, die sind auch ein ganzes Stück unter mir jetzt, so wie es aussieht. Okay, Flight. Assist me, cover me. Oh, ja, da feuern sie. Ja, da wäre ich kaputt. Bandit 1, Bandit Control, you're dead. Ja. Bandit Control, Bandit 1 checking out. Airspace Echo, 40 minutes, no expenditures. Da habe ich mich jetzt auf meinen GCI irgendwie ein bisschen mehr verlassen. Guck mal den trotzdem, der da vor uns fliegt noch. Warum kann ich nichts abfeuern? Wo ist er hin? Da sehe ich Flares. Warum wollte meine Missile denn jetzt nicht launchen? Ach, alles an und so. Da ist ein Target. Muss man den aufschalten. So. Sehe ihn. Das war nicht Two vor mir, oder? Nee. Komme ich bei dem Kollegen überhaupt näher? Ja, jetzt komme ich näher. Das hier ist auch alles richtig eingestellt. Kilometer. Oh, Bandits, Bandit Control. North SA3 is down. 5.
krieg meine Waffe nicht los. Ah, jetzt. Mal gucken. Schalt oben auf Infrarot. Den haben wir zerlegt. Und sind in die Trümmer geflogen. Noch ein Kontakt. Ich hoffe, das ist kein Friendly. Doch, ich vermute, ist ein Friendly. Hinter uns sind die F-15s. Also so ein bisschen hier Hilfe vom Airbags wäre ja ganz nett gewesen. Darkstar 1-1, in field 1-1, request bogey dope. Du siehst irgendwo rechts unter mir? Sehe nix. Irgendwo rechts unter mir. Ich will dann mal hier den Ground raus. Da ist ein Kontakt, aber der ist weit weg. Er ist über 20 Kilometer weg. Rechts von mir sind die irgendwo. Links, direkt über den Bergen. Seh die einfach nicht. Treibstoff sieht noch gut aus. Jetzt sind die da mitten über der Test Range. Da werden wir gejammt. Merged? Ich sehe sie immer noch nicht. Doch, da hinten. Schalte auf Infrarot. Wo ist er hin? Da. Aber das raucht ganz schön. Das ist bestimmt eine MiG. Oder? Ja, das ist eine MiG. Die F-15 sind wieder in eine ganz andere Richtung. Darkstar gibt hier echt keinerlei nützliche Informationen für uns raus gerade. Die sind Richtung Südwesten unterwegs. Noch ein bisschen weiter südwestlich.
So passt's. 7000 Fuß. Also tiefer als wir. Habe ich was auf dem Radar? Lässt sich nicht locken. Jetzt haben wir es. Ja, das müsste eine F-15 sein. Lock verloren. Visual habe ich auch noch nicht. Da sind sie beide. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welchen von beiden ich erfasst habe. Ja, ich auch. Okay, 4 Kilometer, wir versuchen es mal. Fox One. Ja, da fühlt sich angesprochen. Schalt um auf Infrarot. Fox 2. Das ging sonst wohin. Dann. Dann. Boah! Oh, shit! Wo ist er hin? Da unten. Ich glaube, der wehrt sich gerade auch nicht mehr. Bin gelockt. Und da haben wir ihn erwischt. Ja, okay. Das war aber kein schöner Kill. Das war ein bisschen Easy Mode. Okay, dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Kann ich hier gar nicht mehr. Brauche ich gar nicht mehr anmelden. Wo sind wir denn? Wir sind da ganz am Rand. Richtung Nord-Nordost müssen wir. Oh, passt die Richtung ja einigermaßen. So sehen, dass wir mit dem bisschen Treibstoff, was wir haben, noch nach Hause kommen tatsächlich. Ja. Ja, also die Mission verlief jetzt nicht optimal. Fair war das von mir auch nicht, gebe ich zu. Aber da hat eindeutig Darkstar 1-1 nicht das gemacht, was er tun sollte. Und irgendwie hat sich keiner von der KI an den Plan gehalten. Aber gut. Wir haben ein bisschen Luft-Luftkampf geübt. Ist in Ordnung für mich. Wir fliegen jetzt zurück. Ich mache aufgrund des knappen Treibstoffs jetzt keine volle Übung mehr für Single Engine Flameout, sondern wir werden da einfach direkt landen. Ich weiß nicht, wo mein Wingman ist. Flight Rejoin. Glaubt ihr, er ist gerade ausgestiegen, so wie es aussieht? Bandit 1, cleared visual, runway 32.
Da hinten sehe ich noch einen Flieger. Bandit Ops, Bandit 1, 10 out, Code 1. Bandit Ops, copy. Okay, wir sind ein bisschen sehr schnell. Speed Break. Oh, 500 km/h, Klappen, Fahrwerk, Speedbrake wieder rein und wir geben Schub. Und mal die Raketenpylons hier abschalten und die Gun vorsichtshalber auch. Nicht, dass wir hier noch einen Zwischenfall haben. So, einmal einen Pipper festgestellt, damit er mir da nicht ganz halt im Hut rumtanzt. Ich muss hier noch die Knöpfchen. Ne, habe ich alle. Können wir nämlich gleich im Bremsfallschirm auch nutzen, tatsächlich. Bandit 1, Runway 32, cleared land. Das war wieder eine ganz schön unsanfte Landung. Ich glaube, mein rechter Reifen hat es diesmal erwischt. Mal gucken. War schon weg. Nee. Sieht gut aus. Doch kein Reifen kaputt gegangen. Silverboat Tower, Bandit 1, off the runway. Bandit 1, cleared taxi to parking. Taxi to parking. Ja, so viel also dazu. Das war jetzt Mission Nummer 3 in der Kampagne. Mission, die zweite Trainingsmission. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gern ein Like. Und ja, wenn ihr die nächsten Flüge nicht verpassen wollt, sie finden garantiert auf YouTube statt. Da einfach den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit. Ansonsten finden die meisten Flüge auch live auf Twitch statt, wenn es bei mir die Zeit erlaubt. Und ja, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann das nächste Mal auch live mit dabei seid. Ansonsten würde ich sagen, macht euch alle noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das gerade seht. Und dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal.